Das ist ein bisschen blöd, dass auf R3 Ducken und diese Wegfindung liegt. Sieht nach einer Art Begräbnis aus. Die Exekution. Wie kommen Sie darauf? Die Blutflecken an der Wand sind in Kopfhöhe. Kein gutes Zeichen. Nee, das ist wohl wirklich kein gutes Zeichen. Weil bei dem R3, wenn ich nicht so lange drücke, dann duckt er sich nur, aber ich will doch den Weg angezeigt bekommen. Ja, macht er bei mir auch. Deswegen war ich erst verwirrt, ob ich jetzt überhaupt die richtige Taste drücke. Einen Shop geschlossen. Können wir da durchschneiden? Nein. Zu dick. Aber es öffnet sich vielleicht, wenn ich es hochfahre. Das kennen auch noch alle Leute aus dem ersten und zweiten Teil, diese lustigen Mistdinger hier einpflanzen. Na, geh rein. Ey! Hallo? Achso, du hast schon... Nee, das ist völlig zu. Muss ich das vielleicht hier vorne rein? Ah, da ist noch was frei. Da. Eine Waffe herstellen, okay? Da ist eine Bank im gleichen System. Eine Bank? Mit all den Teilen, die hier rumliegen, kann ich eine bessere Waffe als die machen. Gute Idee. Alles klar, jetzt haben wir endlich auch mal eine Werkbank aktiviert, aber ich sammle hier erstmal noch ein bisschen was ein, bevor ich mir das angucke. Ich folge dir unauffällig. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das ausschaut. Achso, jetzt geht's hoch. Na toll. Ich gehe mal gegenüber noch hoch. Ich habe extra schon gewartet, bis ich nach oben gehe. Ja, da kam ich schon wieder zurück. So, mal gucken, was hier noch ist. Oh, da hinten sehe ich auch noch Spinde, aber jetzt bin ich schon auf dem Weg nach oben. So, ja, super. Das hat sich ja voll gelohnt. Auf der anderen Seite ist nichts, da brauchen wir nicht hochzugehen. Na, wo ist jetzt hier? Aber hier unten. Ah, ne. Da bei der Treppe, bei der Leiter, wo ich gerade runterkomme, hier. Ah, da hinten. Genau. Okay, ich glaube, hier haben wir jetzt alles eingesammelt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sieht das hier aus? Die Werkbank. Wir haben einen Tesla-Kern, schwerer Standardrahmen, neue Platine gefunden, plus 1 nachladen. Aha. Missionar wurde freigeschaltet und in deinem Safe abgelegt. Naja, solange es nicht die Missionarsstellung ist. Das ist, glaube ich, einer der DLC-Waffen. Und der Vermittler wurde freigeschaltet und in einem Safe abgelegt. Das ist auch eines der DLC-Waffen. Willkommen bei der Bank. Benutze das Menü Waffen herstellen, um neue Waffen zu bauen oder dein vorhandenes Arsenal zu modifizieren. Außerdem hast du hier Zugriff auf Waffenteile. Dann gibt es noch das Menü Pläne, um Waffen nach Anleitungen zu bauen, die du gefunden oder von einem Koop-Partner, bing, 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 erhalten hast. Und benutze das Menü Waffen Upgrades, um deine Waffen mit Upgrade-Platinen zu bestücken. Upgrade, Nachladegeschwindigkeit, Schaden, Clipgröße und Feuerrate. Und das Menü Objekte herstellen, um aus Ressourcen, Munition, Erste-Hilfe-Pakete, Stase-Packs und mehr herzustellen. Und benutze den Safe, um dein Inventar zu verwalten. Gelagerte Waffen findest du hier. Teile, verkaufe und verschiebe Objekte zwischen deinem Inventar und dem Safe. Ah, das kann ich gleich benutzen, da kann ich nämlich meine ganzen blöden Medipacks reinpacken. Ach du Scheiße. Jede Waffe hat ein oberes Tool. Kombiniere Tools und Spitzen, um die Art des Beschusses zu modifizieren. Ach du Scheiße. Das ist mir ja jetzt schon zu kompliziert. Die meisten Waffen haben Platz für ein unteres Tool. Ziele und drücke R2, um untere Tools abzufeuern. Ach, wir haben auch noch ein unteres Tool. Okay. Standardrahmen. Ach du Scheiße. Okay. Dann packe ich erstmal ein paar Sachen in den Safe. Also das hier scheint ein bisschen komplizierter zu sein als bei 1 und 2. Da muss ich mich jetzt erstmal auch selber reinfuchsen. Na, mal gucken. Das ist, ja. Ich habe voll die Ahnung davon. Ich verstehe alles. Ich nehme auf jeden Fall mal die Waffen Missionar und Vermittler. Die klingen gut. Nur, wir haben im Moment nur 2 Waffenslots. Also ich müsste dann praktisch die Waffen, die ich gerade dabei habe, alle beide austauschen. Ich habe noch die EG-900 MP. Gesundheit. das war, glaube ich, die Waffe, die es bei GameStop gab, oder? Kann sein.
Weil die habe ich noch nicht, weil ich meine E-Mail noch nicht bekommen habe von GameStop. Die ist saubacken. So, jetzt ist nur die Frage, da muss es rein, oder? Jetzt habe ich natürlich... Also Plasma-Cutter mag ich ja auch sehr gerne. Waffen herstellen? Oh Gott. Was habe ich jetzt eigentlich hier dabei? Ich muss mir die Waffen jetzt erstmal angucken. Ich gehe hier mal raus. Erstmal gucken, was das eigentlich für Waffen sind. Was benutzen die? Nice! Das sieht ja fies aus. Neue Waffe herstellen, neuen Rahmen herstellen. Da kann ich gar nichts machen. Kannst du gleichzeitig an dem Waffendings sein? Ja, ja, können wir. Ja, zu zweit. Super. Gibt ja auch zwei Slots. Das ist gar nicht verkehrt. Gute Frage. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die ganze Munition, die ich dabei habe, ist ja eher für den Plasma-Cutter. Ich glaube, ich nehme den Plasma-Cutter auf jeden Fall wieder mit. Ich will jetzt mal ganz kurz die Waffe hier angucken. Aber für welche tausche ich die aus? Ich glaube, ich nehme... Also so genial sieht die MP ja jetzt nicht aus. Ach, diese Munitionsclips sind mit allen Waffen und Tools kompatible Munition. Also es ist egal anscheinend. Diese Munitionsclips sind für jede Waffe gut. Weil im ersten und zweiten Teil gab es noch extra Plasma-Munition, Maschinengewehr-Munition und so weiter. Aber hier die Munitionsclips sind für alle Waffen gedacht. Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Könnte ich eigentlich auch den Vermittler wieder mitnehmen? Ah, ich nehme die einfach mal mit. Ich will die mal austesten. Wenn nicht, schmeiße ich sie wieder raus. Ja, ich habe jetzt die MP und ich weiß jetzt nicht, ob ich so Missionar oder so mitnehmen soll und die andere Waffe rausschmeißen soll noch. Mal jetzt erstmal das Menü hier angucken. Ich finde den ganz Kirchen da. Das ist schon wieder viel zu viel für mich, muss ich sagen. Das ist wieder so eine Sache, das brauche ich alles nicht. Ich will mich nicht stundenlang mit irgendwelchen komischen Waffenbau-Dingens... die Upgrade-Platinen. Also Upgrades machen, das finde ich ja noch interessant. Ich hatte ja plus 1 Nachladen. Wo kann ich das jetzt reinsetzen? Achso, was will ich eigentlich upgraden? Bin ich denn? Das waren knusprige Beute. Was habe ich denn jetzt dabei? Achso, die Missionar ist anscheinend ist ein Karabiner und unten dran ist noch eine Schrotflinte. Und die Tesla, schwerer Eliterahmen, Tesla-Strahl, Vermittler mit Strahlenkanone, Vermittler. Okay, das klingt ja nicht schlecht. Schrotflinte hat ja immer ganz gut Wumms. Schrotflinte. Ja, ich finde das mit diesem Waffenherstellen, ich finde es zwar nicht schlecht, ich steig nur nicht durch. Ich finde es ziemlich sinnfrei. Also ich habe jetzt mal einmal eine Upgrade-Platine nachladen in unteres Tool reingepackt. Ja, mal gucken, ob das irgendwas bringt. Also, wird wahrscheinlich erst interessant, wenn man irgendwie Pläne findet, wo man dann danach irgendwie noch was bauen kann. Jetzt habe ich eine Trophäe verdient, knapp bei Kasse. Und Platinenrand. Okay. Was auch immer er mir damit sagen möchte. Ja. Wahrscheinlich, weil du irgendwie was auf der... an der Bergbank gemacht hast. Wieso bin ich müde? Es ist gerade mal 3 Uhr. Sag mal, du musst noch durchhalten. Ja, ich hab 12 Stunden Stream dann später. Ja, mindestens. Der Stone will mich ja heute schlagen. Der macht ja heute auch einen Dauerstream. Mal gucken, wenn er mir 15 Stunden vorlegt, muss ich ja wieder nachlegen. Nee, weiß ich nicht, ob ich das heute schaffen würde. Munitionsclip. Ah, ich könnte jetzt was herstellen. Medipacks habe ich ja wirklich ewig lange. Verbessere Waffen. Baue aus Plänen Waffen. Na gut. Ach so, ich habe einen Plan für die einfache Strahlenkanone. Die könnte ich mir auch bauen. Aber warum sollte ich? Ja, hier gibt es noch eine ganze Menge Pläne, aber die haben wir alle noch nicht.
alles Ach, ich weiß nicht, ob ich mich damit jetzt ewig in 3 Tage beschäftigen will. Ich will jetzt diese Waffen ausprobieren. Also ich habe jetzt MP und den Missionar dabei. Na, ich habe jetzt auch den Missionar und den Vermittler. Ich habe die jetzt beide mal mitgenommen. Wenn diese Munition für alles brauchbar ist, dann kann mir das ja egal sein. Quietsch. Sowas ist nie gut. Nee. Hier liegt ein einzelner Schuh. Schuh, Schuh, Schuh. Meine Schuhgröße? Ich glaube nicht. Na. Sieht ein bisschen klein aus. Oder zu groß. Na, ich habe keine Ahnung. Ich habe hier so große... Kann man richtig erkennen. Ich habe hier so große Latschen. Partner wartet an der Tür. Ja, ich weiß, ich stehe hinter ihm. Mann, ey. Das Spiel möchte dir das nochmal freundlich mitteilen. Freundlich, aber bestimmt. Ja, hallo. Move it. Da ist jemand umgefallen. Oh ja, oh, 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 oh. Ja, darauf habe ich gewartet. Ein bisschen eklig. Hey, hey, hey. Der lebt ja noch hier. Du Saftnase. Verdammt. Leute, wir stecken in der Scheiße. Was? Was denn? Was ist los? Bin gerade von den Resten der Crew begrüßt worden. Was? Niemand hätte so lange da draußen überleben. Haben sie auch nicht. Sie wurden verwandelt in diese Viecher. Und was machen wir jetzt? Halten Sie Ihre Waffe im Anschlag und bleiben Sie bloß von den Lüftungsschächten weg. Rücken wir Ihnen auf die Pelle. Schießen Sie auf die Extremität. Verstanden? Haben Sie das verstanden? Ja, okay, okay. Hier ist noch ein Munitionsclip. Hier vorne. Ham. Ach so. Ah. Genau. Einmal freiräumen bitte. Und einmal drehen. Noch mehr Spinde. Oh oh. Was ist das? Oh oh, I don't like it. Kann ich das Oh, sympathisch. Was da rauskommt. Ja, das ist eine gute Idee. Da oben kommt auch schon gleich einer. Also, die Waffe mag ich schon mal sehr. Ja. Ist hinter uns einer? Nö. Da, ach, da. Nee, da kommt. Da kommt noch einer. Ja, lass ihn mal rum. Ah, oder auch nicht. Du hast keine Arme mehr. Duda, duda. Du Einen hast hat keine er noch. Arme mehr. Duda, duda, day. Okay. Hinter dir war auch noch ein, was zum Einsammeln. Ich weiß nicht, ob du das schon geholt hast. Da an der Wand. Nee, noch nicht. Einfach oh, mal alles jetzt klebt es mir schon wieder am Fuß. Geh weg da. I. Oh Mann. Immer wieder dieses Gehuste. Ist ja schlimm. So, was haben wir hier unten? Das ist immer noch nicht ganz weg. Hier liegt noch was. Ein Scav-Artefakt. Okay. Artefakt entdeckt. Das muss ich mir jetzt mal angucken, was das sein soll. Ah, also die Artefakte kann immer auf jeden Fall nur einer einsammeln. Anscheinend. Das sind auch nur solche Textlogs anscheinend. Ich blende das mal ein, dann könnt ihr es euch durchlesen. Und hier ist noch was drin. Ein EN-Wandler. Whatever. Nee, also das mit dem Waffenbauen weiß ich noch nicht, ob ich das so gut finde. Da verrennt man sich wieder in so Sachen. Ich will einfach eine Waffe haben, ich will draufhalten und gut ist. Mich da jetzt großartig damit lange zu beschäftigen, habe ich jetzt irgendwie keine Lust. Ah! Geht. What the fuck? Oh, warte mal da. Achtung, nicht weiterlaufen. Oh. Komm, Besuch. Jo. Aber läuft doch. Läuft doch.
Oh, hier ist noch was. Also bisher läuft es doch ganz gut. Du bist nur einmal fast gestorben. Nee, zweimal mittlerweile schon. Oh, zweimal, okay. Na, trotzdem. Für den Anfang... Das hab ich mir schlimmer vorgestellt. Für den Anfang ist es doch ganz gut. Und wie gesagt, also ich finde es eigentlich, also bisher finde ich es nicht gruselig. Also es hat so ein paar kleinere, nicht, ja, Schockmomente wäre jetzt viel gesagt. Ein ganz kleines bisschen Erschrecken. Ja. Oh, hi. Hinter dir war jemand, wollte ich nur mal gesagt haben.